Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Ja, wir sind in Bielefeld, hier wo wir ja, das Aussichtsportal gebaut haben, beziehungsweise natürlich nicht in Bielefeld selber, denn hier oben, eher. Ja, jetzt habe ich den Satz. Gut, jetzt, ich habe vergessen, ich wollte doch noch ein paar Sitzende haben. Wir haben extra hier ein paar Bänke hingestellt und da sitzt keiner. Nein, 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 das werden wir jetzt mal noch kurz ändern, bevor wir dann zum Thema Eisenbahn zurückkommen. Also, wo waren die Jungs und Mädels? Die waren nicht hier, sondern hier. Und dann scroll, scroll, scroll. Findet man die hier? Rock? Nein. KA-Chips? Nein. Ich dachte, hier seien irgendwie Männchen. Keine Männchen? Vielleicht hier? Nein. Das ist wahrscheinlich einfacher, wenn man hier keine Männchen findet. Dass man das anders macht, nämlich mit alle. Und dann einen Moment Geduld hat. Schrubbel, schrubbel, schrubbel. Und wir scrollen, scrollen, scrollen. Und hier, wo kommen sie? Kann nicht mehr ewig dauern und dann setzen wir hier ein paar Sitzende hin. Wenn ich schon eben das Ganze so gemacht habe, dass man sich hier auch in Ruhe hinsetzen kann, dann wollen wir das natürlich auch entsprechend machen. So, kann nur noch Stunden dauern. Hallihallo, da sind sie doch. So, also hier machen wir das sitzend. Höhe des Objekts lassen wir mal. Wir müssen sie nur sozusagen richtig, aber nicht die Arbeiter. Ich möchte hier andere haben, weil das ist ja keine Baustelle. So, einmal Milady, dann hier sitzt ein junger Mann, daneben noch einer. Wo könnte man noch? Ich würde jetzt gar nicht übertreiben. Also so hier und da mal jemand, hier unten natürlich noch. Mal gucken, ob das geht, wenn der Tisch im Weg ist. Ja, das geht wunderbar. Wow, sehr cool. So, das sind natürlich nur Details, die sieht man. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal sehen, wann wir das nächste Mal hier sind. Aber wenn ich so ein Special mache mal wieder, irgendwie, keine Ahnung, zur 1000. Folge oder zu 500 Jahren Sonntag, keine Ahnung, dann werden wir hier sowieso wieder vorbeikommen. Und im Endeffekt macht man sowas natürlich auch, wenn man jetzt nicht jeden Tag hier vorbeiguckt. Gut, hier wird es mal passen. Haben wir hier oben noch was? Ja, hier könnten noch ein paar sitzen. Die warten, bis die Messe losgeht. Jetzt muss ich aber mal, ich komme halt nicht näher ran. Wir brauchen hier, glaube ich, tatsächlich ein bisschen mehr Höhe. Wobei, das sieht für mich aus, wie wenn er irgendwie so komisch da sitzt. Also so in der Höhe. Und das sieht ein bisschen aus, wie wenn man versinken würde. Ja, gut, jetzt. Jetzt haben wir den Beweis. Okay, sie kommen nochmal weg. Und dann kommen sie anders hin. Doch, irgendwie mit diesen 0,2. Wir testen es mal. Zack. Ist eigentlich immer noch. Ein bisschen zu tief. Ich weiß natürlich nicht, wie hoch diese Bank ist. Deswegen muss ich das ja mal ein bisschen austesten. Wie sieht es denn so aus? Ja, so sitzen sie prächtig. Da machen wir gleich mal ein paar mehr hin. Denn, ja, wenn wir jetzt schon die richtige Höhe haben, dann sollen hier auch ein paar Leute warten. Okay. Ja, die sitzen fast wieder ein bisschen zu hoch. Interessant. Aber okay, wir lassen das. Wie gesagt, man sieht es ja eh kaum. Die grobe Übersicht ist das, was zählt, würde ich sagen. Aber hier unten... Oh, da versinkt noch eine Bank. Ja, der Klassiker von wegen ein Problem von der Umgebung. Das ist zu hoch. Wir machen das so. Okay, der wartet hier, bis die Würste fertig sind. Wunderbar. Okay, das hätten wir mit den Sitzenden. Die Sitzenden sind abgeschlossen. Was wir jetzt hier hinten noch haben. Wir haben massenhaft Nahrung. Hier haben wir einen Zug, der braucht etwa 24 Minuten, beziehungsweise die Linie, das weiß ich auswendig. Da habe ich, als das in den Kommentaren stand, gesagt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier genügend Futter hinkriegen. Sobald wir das haben, können wir diesen Zug oder diese Linie verstärken. Das machen wir jetzt mal. Wir gucken mal, L wie Linie. Wer ist hier wie unterwegs? Moment, anders drehen. Dann sehen wir hier, ja, 23 Minuten, Lebensmittel Berglern. Und Dez ist auch ein bisschen lange für meinen Geschmack. Ich würde sagen, diese beiden Linien, die werden wir verstärken. Wo haben wir ein Depot? Moment, ich nehme die mal raus. Dann wissen wir, welche das es betrifft. Waren das die zwei? Jawohl. Die beiden hier. Okay, die fahren sowieso hier lang. Da könnte man hier hinten ein Depot machen. Denn ich weiß nicht, ob wir hier wirklich noch sämtliche Gleise brauchen, um hier loszudüsen. Oder wo haben wir denn? Moment, ich gehe mal gucken. Vielleicht auf der anderen Seite, dass wir hier unten sowieso gleich ein Depot haben. Jetzt muss es laden. Wo fährt der denn hin? Der hier, den suche ich. Ah, der fährt hier runter. Okay, und hier unten haben wir ein Depot, das hier rüber geht. Das führt dann da in diesen Bahnhof rein. Das bringt uns für diese Linie nichts. Und hier haben wir...
hier hinten eigentlich auch nicht wirklich ein Depot. Gut, dann machen wir das so, wie ich ursprünglich wollte. Aber ich wollte erstmal kontrollieren. Nämlich, dass wir hier ein Depot rausmachen mit zwei Gleisen. Das führt dann ein bisschen hier in den Berg rein. Oberleitung ja, aber altes Gleis bitteschön. Nämlich so und das zweite ebenso. Und jetzt, wenn wir hier ein Depot machen, dann denke ich mir, das geht dann doch ziemlich ordentlich in den Berg rein. Sprich, das werden sie wahrscheinlich in den Berg rein hämmern müssen, das gute Stück. Wir schauen mal. Also Depot haben wir hier, sobald ich kann. Es rechnet wieder. Depot. Welches ist jetzt die Frage? So in den Berg rein geschustert? Was passt am ehesten hin? Nein, ein Ringlokschuppen? Nein, irgendwie, das ist mir zu fett hier hinten. Irgendwie was Kleineres. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht immer dieses hier nehme, weil es mir halt gefällt. Das ist dieses ewig lange. Da machen wir fast einen Tunnel dann, damit wir da rein können. Das ist auch cool. Ach, die sind halt alle cool. Das ist natürlich keine Frage. Aber das würde, glaube ich, relativ gut passen. Wir nehmen mal das. So, und jetzt machen wir hier natürlich noch eine Weiche. Selbst bei dem Depot dauert es ein Momentchen, bis das sozusagen in Stein gemeißelt ist, dass wir das hier haben wollen. Apropos Stein, denn hier wird ordentlich tatsächlich rumgeschüttet. Also aufgeschüttet. Nicht rumgeschüttet. Nein, das nicht. Aber aufgeschüttet. So. Hier, das weg. Weil wir müssen da anders rankommen, beziehungsweise wir hätten das Gleis da eigentlich auch reinziehen können. Moment, wir schauen mal, wie wir das am besten machen. Wir brauchen natürlich eine Weiche. Also das funktioniert schon mal. Okay, dann ist das gebongt. Dann machen wir die Weiche ein bisschen weiter vorn, damit der Zug hier auch noch entsprechend auf das andere Gleis kann. Jetzt haben wir hier aber ein neues Gleis. Das habe ich ganz bewusst gemacht. Ich möchte die Möglichkeit haben, das funktioniert sogar. Nee, nicht die Möglichkeit haben. Ich möchte einfach, dass das Ganze optisch so aussieht, als wäre es nicht gleichzeitig gebaut worden, sondern eben nach und nach. Aha, Steigung zu groß. Brauchen wir diese Weiche? Wenn wir hier lang kommen, dann kommen wir da nicht ins Depot rein. Wir brauchen die Weiche eigentlich. Vielleicht so sogar. Knapp. Moment. Doch, es geht. Moment, hier hatten wir eine Stelle, wo es eigentlich funktioniert. Kollision, 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 Kollision. Nein, funktioniert irgendwie nicht. Wie komme ich denn darauf, dass das... Ah, da war doch gerade eine Stelle. Nee, dann wechselst... dann wechselt dieses Kollisionsdingens von unten von links nach rechts. Bringt uns gar nichts. Wie kommen wir denn jetzt hier noch in dieses Gleis rein? Das ist sowieso eigentlich ein bisschen zu kurz. So, haben wir es ein bisschen länger. Das ändert jetzt nichts daran, dass wir die Weiche noch nicht haben. Und hier werden wir sowieso dann natürlich auch noch ein bisschen... Dingens machen. Wir können ja gucken hier vorne, dass wir hier vorne wechseln können. Wenn wir hier eine Weiche rüberziehen, halt, das wäre dann aber eben von hier nach hier. Da haben wir überall Weichen, das ist nicht ganz easy. Und da haben wir wahrscheinlich eine Oldschool-Weiche gemacht, weil es anders nicht ging. Oh, aber so geht's. Ist das eine Weiche? Ja, nicht, dass wir hier irgendwie eine Dingens haben. Eine Kreuzung. Okay, jetzt müssten wir eigentlich auf diese beiden Gleise kommen. Cool, gefällt mir. Aber halt, ich wollte hier noch ganz kurz mit dem Wischmob rüber, dass wir das ein bisschen angleichen können. So, und vielleicht noch ein bisschen bemalen. Wäre halt schon auffällig. Ich weiß jetzt nicht, wie spannend das ist, wenn ich hier jedes Mal den Pinsel hervorkrame. Das war in die andere Richtung. Moment. Und dann die Sachen bemale. Vielleicht sollten wir das doch später machen, dass wir uns dann mal ein, zwei Folgen angucken, beziehungsweise ein, zwei Folgen gestalten, die wir dann eben primär mit Bemalung machen. Das sind hier die Farmlands. Die bringen gar nichts. Buschgravel, das wäre Kies. Testen wir mal. Ja, hat was hier so für das Depot hier hinten. Das ist gar nicht schlecht. Backstein möchte ich hier nicht, sondern hier ein bisschen verdunkelt das Ganze. So. Ja, dann fehlen natürlich im Endeffekt fehlen dann hier wieder ein paar Bäume. Aber das würde ich tatsächlich vorschlagen. Das machen wir dann nach und nach. Sonst sind wir hier zu lang mit dem immer gleichen beschäftigt. So, hier für dieses Depot ist das aber sicherlich gar nicht schlecht, wenn wir hier ein bisschen was haben. Da ein Fleck ist auch nicht schlecht. Ja. Okay, war nicht keine große Aufgabe, war kein großes Manöver und ein bisschen nach was sieht's aus. Ist jetzt nicht der Oberbringer, aber okay. Gut, ich möchte mal kurz gucken, was wir hier für Lokomotiven haben. Die BR 194.
Wir können eigentlich auf beide Linien die gleichen Züge setzen. Die werden dann sowieso durch den Fahrzeugersatz ja wieder verändert. Züge kaufen. Wir nehmen mal hier diese BR193 Vectron, würde ich vorschlagen. Elektrisch. Ganz in Rot. Die müsste relativ schnell zu finden sein. Das habe ich gerade im Forum noch gelesen. Dass man sich für ein kommendes Update wünscht, dass man hier eine Suchfunktion hat oder wenigstens, dass man das Teil hier bewegen kann. Das wäre schon sehr schön, da wäre ich auch sehr dafür, denn ja, man sieht, man ist halt dann doch ein bisschen am Scrollen. So, Moment, BR193. Wo haben wir dich denn? Ja, wie immer, wenn ich was suche, ist es irgendwo zu unterst. Rayon, ÖBB, Rheinland-Pfalz, Rayon. Ist die jetzt echt irgendwo zu unterst, dann hätte ich besser eine andere genommen, aber ja. DB Schenker, wie schnell? 140 ist zu langsam, hier haben wir sie. BR193 Vectron. Jawohl, farbig, okay, gekauft. Und dann klonen wir den Zug einfach und weisen dem unterschiedliche Linien zu. Also das wären dann Güterwagen, da haben wir eingestellt. Food, wie schnell bist du? 120, oh, hier haben wir noch neue. Stahl, sehr schön. Da müssen wir dringend dann auch mal nochmal was machen. In dem Fall, wenn wir neue Wagen haben. Jetzt haben wir hier aber eigentlich Wagen genommen, die natürlich die 160 machen. Das müssten die hier sein. HB, Mittel, Westbahn und so weiter. Ich nehme es mal an. Wir nehmen mal... Moment, wir stellen zuerst ein. Lebensmittel. 1, 2, 3. Dann gucken, dass das Tempo immer noch passt. Lebensmittel, gleich mal ein ordentlicher Hau, dann das Ganze noch in Rot, Lebensmittel, jetzt mal gucken, die Länge, da passen schon definitiv noch ein paar dazu, wir machen mal 210 Meter, okay, klonen, Linie zuweisen wäre dann einmal Berglon, jetzt habe ich alle zugewiesen, wenn ich nicht alle zuweisen möchte, dafür, wenn ich alle zuweisen möchte, dann mache ich es einzeln, wir brauchen den Zug nochmal. Kollege, guckst du schon raus? Das müsste ja doch der Zug sein. Okay. Mal gucken, ob wir den schon reinkriegen. Nur laufen lassen. Jawohl. Und dich brauchen wir auch nochmal drin. Ne, dich können wir fahren lassen. Einen brauchen wir ja genau auf der Strecke. Das passt. Aber der hier, den müssen wir nochmal zuweisen. Das ist dann eigentlich, wenn wir hier gucken. Moment. Schnapp hier rauf. Linie zuweisen. Lebensmittel Dez wäre das. Und dann haben wir hier, wenn wir nochmal kontrollieren, zwei Züge. Berglon. Haben wir jetzt doch zwei Züge. Ich wollte gerade sagen, haben wir drei. Nein, wir haben zwei. Und hier auch zwei. Hier werden die Wagen zusammengenommen. Hier werden sie dargestellt. Okay, und durch eben den Fahrzeugersatz wird das dann entsprechend wieder reguliert, dass wir hier wieder die gleichen Züge haben. Ob wir das nun wollen oder nicht, das ist dann halt einfach so. Gut. Mal gucken, haben wir hier, ja, Berglon, jawohl, oh, und Dez, wow, da könnte man sich sogar je nachdem vielleicht überlegen, ob man für die Dezer nicht sogar noch einen dritten, oh, und hier Messecor. Heiliges bisschen, das müssen wir uns mal ansehen, steht da irgendwo ein Zug, das sieht fast ein bisschen danach aus. Linienfenster, Lebensmittel Messecor, ne, da fährt eigentlich, okay, ist das auch nur ein Zug? Sieht fast so aus. Okay, das müssen wir ändern. Vor allem, irgendwie müssen wir hier noch einen raufsetzen, der ein bisschen eine andere Kapazität laden kann. Wo fährt der hin? Wir schauen mal, der fährt hier runter, geht dann hier in dieses Gleis rein und fährt dann hier rauf. Da ist er eh schon. Okay, das ist keine sehr lange Strecke. Ich würde sagen, da reicht ein Zug, aber der soll ein bisschen länger sein. Kommen wir hier in dieses Gleis rein? Wenn wir das hier so machen, oder sonst müssen wir hier halt nochmal eine Weiche machen. Wisst ihr was, das machen wir mal. Warum nicht? So, können wir später noch ändern, wenn wir hier keine Weiche mehr wollen, sondern das Gleis brauchen. Dann wird das einfach wieder abgerissen, ganz klar. So, mal gucken, ob ich hier rauskomme. Kurz Päuselchen machen. Aha, geht nicht. Okay, Moment. Das geht dann. Aber dann geht es wieder nicht wegen der. Hätte ich mal das noch nicht gebaut. Nachher ist man immer schlauer. Aber ja, wenn ich jetzt ein bisschen vorhersehender gebaut hätte, hätte ich das eigentlich ahnen können. So, es dauert Ewigkeiten, bis man hier ein Gleis abgerissen hat. Heiliges bisschen. So, hier raus. Geht tatsächlich nicht. Bau nicht möglich. Warum?
Wir haben hier keine Weiche, nichts. Also das muss doch möglich sein. Ich krieg das aber irgendwie auch nicht so vernünftig zu fassen hier. Ah, jetzt geht's. Okay. Gleich mal ausnützen und bauen. Dann da rein und dann gibt's noch einen weiteren Zug. Einen mit Fettkapazität. Da haben wir entsprechende Wagen dafür. Da achten wir hier mal nicht aufs Tempo, sondern definitiv auf die Kapazitäten. Wenn wir hier 500 Lebensmittel haben für Mexiko. Heiliges bisschen. Also, Zug kaufen. Was haben wir hier für einen Zug? Das brauche ich nicht mehr. Ich brauche das Linienfenster, dann sehe ich's. Lebensmittel Messekow. Aha, die NSB L18. Okay. Lokomotive elektrisch. Ich nehme mal an, doch, die müsste elektrisch sein. Wir scrollen mal wieder. So, wie geht's sonst so? Ist okay. Hier ist es wieder extrem warm. Es war so richtig kalt mal eine Zeit lang. 2-3 Tage vielleicht, aber wirklich so, dass man wieder Jacke und Pullover anziehen musste. Und jetzt hat es hier wieder zugeschlagen. Heiliges bisschen. Jetzt ist es tatsächlich wieder sehr warm. Der hat hier eigentlich, Kapazitäten. Wenn man die Wagen sieht. Das waren genau die, welche ich nehmen wollte. Ich muss das mal nochmal kontrollieren. Hier haben wir 8. Also das ist dann eher wenig. Das sind die falschen Wagen. Lebensmittel. Ui, Kapazität. Okay, gebonkt. Wisst ihr was? Wir nehmen mal die hier. Stellen hier natürlich gleich auf Lebensmittel, damit das hier keine Probleme gibt. Nehmen den nochmal. Wir haben hier ja die Längenangabe. So, das müsste also dicke reichen für viel Kapazität. Wir werden es gleich sehen. Linie zuweisen. Lebensmittel Mexiko. Und dann schauen wir uns den natürlich gerne mal noch an, wenn er rauskommt. Da kommt er ja schon. Aha, okay. Leer. Alles klar. 238, ja. Das ist vernünftig. Den würde ich dann auch entsprechend gleich zum Fahrzeugersatz machen. Wisst ihr was? Machen wir gleich mal. Dass wir das hier alles löschen. Ist einfach zu wenig Kapazität. Wir machen mal kurz Pause, dann verpassen wir nichts. Jetzt hätte ich natürlich das Ganze auch so machen können, dass wir das zuerst machen und dann auf sofort ersetzen gehen. Aber das kostet immer mehr Geld, weil wir kriegen für den Zug, den wir da verkaufen, natürlich nur weniger. Der ist alt. Also das ist ein Geschäft, was immer Minus gibt, sozusagen. Kann ich hier, ich habe gerade gedacht, ob ich das vielleicht einmal übernehmen kann. Das geht aber irgendwie nicht. Okay, da müssen wir es anders machen. Wir brauchen die Wagen nochmal, die welche wir gerade gehabt haben. Leider. Oh, da haben wir auch nochmal neue. Eieiei. Oh, und da sowieso auch nochmal. Okay. Wir brauchen dringend neue Güterzüge. Aber das ist natürlich eh schön, denn ja, wir haben mehr als genug Bedarf nach neuen Güterzügen. Da gibt es diverse Städte, die haben nur ein Stück Gut sozusagen. Also ein, ja, eine Ware. Zum Beispiel Lebensmittel. Da gehört Wolfsburg dazu, das weiß ich. Das gucken wir uns alles an. Also, Lebensmittel haben wir hier unten. So, hauen wir hier mal ein paar dazu. Da können wir nochmal 2 ranhängen. Perfekt. Einen haben wir. Sofort ersetzen brauchen wir nicht. Passt. Gut, dann haben wir hier den neuen Fahrzeugersatz. Wir lassen wieder laufen. Mitfahren müssen wir hier nicht, denn die Strecke kennen wir. Das ist aber ein zusätzlicher Zug. Der wird jetzt hier aber die Hälfte der Lebensmittel natürlich gleich mal mitnehmen können. Und sonst, ich finde das einen sehr, sehr schönen Güterbahnhof. Hier oben so ein bisschen auf dem Hill. Und jetzt kommt auch langsam ihr Leben in die Bude, wie man sieht. Cool. Die einen fahren raus, die anderen warten. Oh, hier kommt sogar noch der Kran daher. Ja, das ist halt schon, das ist schon ein Bahnhof hier. Und der Zug hier, der passt natürlich auch perfekt. Guck mal hier mit den Containern. Sehr cool. Ah, und so sieht der dann beladen aus. Okay, das wollte ich dann doch auch noch sehen. Da wir den jetzt erst leer gesehen haben. Okay, aha. Wir haben aber keine Vorfahrt. Dann warten wir noch ein Momentchen. Also den möchte ich tatsächlich in voller Pracht mal noch ein Momentchen sehen. Ah, jetzt setzen wir uns in Gang. Okay. Wow, cool. Sehr schön. Der wird wahrscheinlich doch die meiste Zeit jetzt hier voll beladen rumfahren, da wir ja gesehen haben, also die produzieren hier ordentlich für diesen Bahnhof. Bestens, dann wünsche ich mal gute Reise. Kommen Sie gut
dahin und gut wieder zurück. So, jetzt, wir hatten hier hinten Wolfsburg. Irgendwo hier unten, da unten ist es. Wenn wir hier gucken, das stand auch in den Kommentaren, das sind gerade mal zwei Linien, die hier reinfahren. Die und eine andere. Und hier unten haben wir noch nicht mal die Gleise. Das heißt, Wolfsburg, falls die nicht mit LKWs noch versorgt werden, haben ja genau diese zwei Sachen, nämlich Maschinen und Werkzeuge, die gehören ja zusammen, und die Nahrungsmittel. Was sie aber zum Beispiel nicht haben, ist Treibstoff. Und Treibstoff haben wir ja genau hier hinten. Hier haben wir doch Treibstoff. Fahren die? Doch, die fahren. Ich dachte gerade, hier haben wir doch auch wieder ordentlich was rumliegen. Wenn wir hier, haben wir hier noch ein freies Gleis. Ich gucke gleich. Wir können ja nochmal kurz in den Pausenmodus. Schon erstaunlich, was das plötzlich dann für einen Performance-Schub gibt, wenn man im Pausenmodus ist. Guckt euch das mal an. Ich sehe sie ja oben, das sind gleich 80 Frames. Und sonst hier tuckert es irgendwo bei, ja, zwischen 15 und irgendwie 22 jeweils rum. Aber, da geht sogar ein Gleis raus. Das ist eigentlich genau, was wir wollen. Ist hier irgendwie eine Linie unterwegs? Ja, auf dem Gleis. Das heißt, das linke hier, das ist frei. Wenn wir das nehmen und weiterbauen, vielleicht sogar in dieses Gleis rein, wo würde das hingehen? Nach hier vorne. Und dann geht es darauf nach Bielefeld. Wir müssten hier eigentlich geradeaus. Das wäre eh cool. Das machen wir mal. Das würde dann hier geradeaus gehen. Hier am Bahnhof in Wien vorbei. Und dann gibt es hier nochmal einen Bahnübergang. Sehr schön. Das können wir mal bis dahin bauen. Nachher müssen wir dann gucken. Wir müssen nach darunter. Okay. Nee, Blödsinn. Nicht nach unten, sondern nach oben, haben wir gesagt. Hier haben wir ja eben die Gleise. Die gehen dann hier in den Tunnel rein und hier unten raus. Das wäre so ungefähr meine Überlegung. Und aber hier noch bestehendes Gleis nutzen. Das schauen wir dann. Ich glaube, das Städtchen hier oben. Wo haben wir es denn? Umkirch. Die haben auch keinen Treibstoff. Kann das sein? Da müsste ich mal die Stadt erwischen. Also den Stadtnamen. Nein. Außer, sie haben zwar, aber sie kriegen zu wenig. Das könnte euch auch sein. Das kann man dann kontrollieren. Natürlich, wenn man das Linienfenster aufruft, zum Güterbahnhof geht. Oh, guck mal an, die fahren hier auch ins gleiche Gleis. Aha, das werden wir gleich ändern. was kommt hier alles an? Lebensmittel und Werkzeug. Und sonst eigentlich auch nichts. Gut. Wir brauchen dich mehr. Und du sollst hier in Umkirch Abzweigung, das wäre hier, nicht in die 5, sondern gerne in die 4. Aha, das geht irgendwie nicht, konnte nicht alle Stationen verbinden. Hä? Das ist ja interessant. Der müsste doch hier rein können, das ist doch auch Güterbahnhof. Oder kommt der von hier? Doch, der kommt da eigentlich auch wieder hin. Okay, das lassen wir mal. Aber dann nehmen wir einfach die andere Linie. Ich hoffe mal, bei der geht's. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen schleierhaft, warum das hier nicht funktionieren soll. Wenn wir hier ja machen, vielleicht liegt es ja daran. Ich versuche es mal nochmal. Ansonsten nehmen wir dann tatsächlich halt einfach die andere Linie. Mal gucken, ob es bei der geht. Nee. Konnte nicht alle Stationen miteinander verbinden. Finde ich interessant. Sind ja beim falschen Bahnhof. Umkirch Abzweigung. Moment. Was hatten wir hier? Die 5. Dann passt es wieder. Umkirch Abzweigung. Doch, das passt schon. Ich hätte gern die Linie wieder. Oh, jetzt haben sie hier aber was ganz Neues fabriziert. Okay, das kann man natürlich auch machen. Dann gehst du halt da rein. Da kommt ja eh auch noch keiner. Aber eigentlich fände ich es besser, wenn du da reingehen würdest. Da müsstest du da oben irgendwie das Gleis wechseln. Da müsste man diese zusätzlichen Gleise auch mal noch irgendwann bauen, damit die hier anders fahren können. Aber okay, das ist jetzt irgendwie ein anderes Thema. Sie haben die Gleise getauscht, beziehungsweise nicht getauscht, sondern geändert. Das passt. Wenn wir da hinten dann bauen, dann gucken wir eh nochmal, ob es stimmt oder ob sie wieder zurück gebastelt haben, den ganzen Spaß. Also, hier raus und dann, ich würde sagen, in das Gleis rein. Das wäre eigentlich schon die Idee, dass wir hier schon mal ein bisschen raufgehen. Mal gucken. Ja, das passt. Oder sollen wir hier schon anlegen? Können wir das überhaupt? Wir kriegen die Höhe da noch nicht hin. Wenn man so guckt, das geht nicht. Aber dann gehen wir hier rüber und gehen dann nachher da rein. Mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Es wäre halt schon am einfachsten. Moment, ich kann ja mal von hier aus bauen.
und gehe hier runter. Ob das reicht vom Weg her? Jawohl, das reicht. Gut, dann machen wir das. Dann gibt es hier einen Damm. Und dann den Damm hier weiterführen. Ja, wir gehen in das Gleis rein. Ich baue das jetzt mal, dann muss ich aber schnell gucken, was das für eine Linie ist. Die wir hier dann kreuzen. Ob wir die wirklich kreuzen sollen oder besser nicht. Also das hängt dann damit zusammen, eben, was das halt eben für eine Linie ist. Aha, die Treibstofflinie sowieso. Für Bielefeld. Das heißt, hier kommt dann einfach nochmal eine Treibstofflinie drauf. Das ist eigentlich soweit okay. Gut, welches Gleis haben wir hier? Das linke. Jawohl. Dann kommst du hier so rein. Gerne mit etwas Tempo. Mit dem Damm. Okay, das passt. Gekauft. Und dann kommt hier gleich das zweite Gleis. Da müssen wir die Signale natürlich wieder entsprechend kontrollieren. Aha, das funktioniert nicht wirklich. Wie sieht so aus? Ja, so klappt's. Okay. Ab zum Bahnhof. Mit dem Teil. Einmal drehen. So, hier runter und hier rein. Und perfekt. Machen wir doch gleich die Weiche. Was wir haben, das haben wir. Soweit ich darf. Jetzt. Mal gucken. Also hier ist es eigentlich topf eben. Das müsste doch möglich sein, hier mal wieder eine Kreuzweiche hinzukriegen. Na, mal gucken. Sonst, ihr wisst's, wir können uns wehren. Dann gibt's halt die Oldschool-Weiche. Nein, klappt bestens. Gut, dann haben wir hier nämlich auch die Gleise genutzt. Und die hier, die können wir nicht nutzen. Hier ist Feierabend. Hier ist dann, ja, die Riesenfabrik. Und die sieht halt schon auch sehr cool aus. Heiliges bisschen hier mit diesen Tonnen von Tanks. Sehr nett. Gut, das hätten wir. Jetzt könnte man sich überlegen. Ja, ich denke hier vorne. Ich weiß halt nicht, wie lang die Züge sind. Die werden schon eine gewisse Länge haben. Sind Güterzüge. Dass wir hier ein Signal hinmachen. Oder sollen wir den Bahnhof sozusagen machen lassen. Genau das gleiche ist natürlich hier auf dem Rückweg. Hier ein Signal. Reicht das? Vom Platz her? Ich würde mal sagen, wir testen es mal. Also, dann wäre das hier unten. Dass hier ein Signal ist. Haben wir hier auch keins? Wo haben wir denn hier die Signale? Ah doch, hier vorne. Ach, das ist eben die Oldschool-Weiche. Okay. Dann muss man eben die Signale auch entsprechend bauen. Ich mache hier hin und jetzt gucken wir wegen der Strecke, wie wir das am besten lösen. Ob wir das schon vernünftig gelöst haben. Oder ob wir noch was machen müssen. Da haben wir eigentlich in dem Sinn kein Gegensignal. Das würde ich dann glatt aber mal hinstellen. Habe ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Weil ich Angst hatte, dass zu wenig Platz vorhanden ist. Stimmst du? Mal drehen. Doch, doch, du stimmst. Ich krieg's nicht richtig zu fassen. Gut, dann wären wir hier drin. Jetzt ist das aber ein bisschen zu nah. Das müssen wir versetzen. Oder wir lassen es ganz weg, weil wir haben dann da vorne bei der Kreuzung wieder ein Signal. Machen wir das so, dass du hier ganz wegkommst. Ich muss ja den Knubbel erwischen. So, du kommst also ganz weg. Dann können wir den Rest der Signale fürs erste Mal stehen lassen, da das eine fertige Strecke ist. Machen hier vorne die Ausfahrt. Signal, Signal, dass wir hier rausgehen. So, möglichst gerade. Und dann da eben mit einem Bahnübergang rüber. Oder wir machen es vielleicht sogar so, dass wir hier rausgehen und dann am Bahnhof vorbei. Dass wir hier im Prinzip so lang gehen. Aber da können wir nicht rüber. Das wird nicht gehen. Können wir hier rüber? Ne, das gehört auch noch zum Bahnhof. Aber hier können wir natürlich rüber. Ja gut, da machen wir kein Drama. Das machen wir nicht so. Sonst haben wir hier eine riesige Kurve. Das soll auch ein bisschen mit Schwung funktionieren, das Ganze. Und das wäre dann plus minus mal so. Okay, und das zweite Gleis natürlich gleich dazu. Und das geht dann da an der Baustelle vorbei. Doch, passt. So. Es leckt schon wieder irgendwie. Ich weiß nicht, was es jetzt wieder laden muss. Da hinten ist noch eine Zahl. So, hier raus. Das müsste soweit eigentlich auch passen. Ziehen wir gleich mal ein bisschen weiter. Und bestens. Ja, damit eben die da hinten wirklich auch zu Treibstoff kommen. Wie sollen die sonst mit ihren Autos rumfahren, wenn sie schon unsere Züge verschmähen? Da brauchen sie auch Treibstoff. Nein, die verschmähen unsere Züge ja zum Glück dann doch nicht. Also, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Man sieht eigentlich, die Bahnhöfe sind alle relativ voll. Das passt schon. So, hier das zweite Gleis rüber geht auch problemlos.
Und so kriegen wir hier natürlich nach und nach auch weitere Gleise hin. Das ist eh relativ gut, das ist, was ich möchte. Hier fehlen auch noch welche, ist mir ganz klar. Alles zu seiner Zeit, wir können immer nur etwas machen, nicht alles zusammen. Das funktioniert leider nicht. Was heißt leider? Wenn das ginge, dann wären wir nach 10 Folgen durch gewesen. Das kann sie auch nicht sein. So, und hier? Ja, ich würde sagen, das wäre dann doch ein Fall für einen Tunnel. Vielleicht möglichst ebenerdig. Reicht das, dass wir einen Tunnel kriegen? Nein, das reicht nicht. Okay, müssen wir nochmal eins runter. Nochmal eins runter und dann funktioniert. Ah, eine richtige Kreuzung hier vorne mit Tunnel und Co. Wo wollen wir denn hin? Eigentlich haben wir gesagt, irgendwo hier oben raus. Das heißt, wir könnten theoretisch diese Gleise hier mit nutzen. Die wären hier. Das würde heißen, wir gehen hier unterirdisch in die Gleise rein. Das würde in der Theorie funktionieren. Ich weiß noch nicht, was wir dann hier wieder alles ausbremsen. Aha, wieder Güterzüge. Nur Güterzüge. Wenn wir auf die Bahn hier gehen und da oben wieder raus. Wäre eigentlich schon cool, also wenn wir hier dieses Netz noch mitnutzen könnten. Sollen wir das so machen? Wir müssen dann aufpassen. Natürlich. Halt, wo habe ich jetzt das Ganze? Habe ich das jetzt schon nach hier hinten gebaut? Moment. Nee. Stimmt, hier haben wir nochmal ein Gleis, das wir nicht nutzen. Da haben wir zuerst, jetzt dachte ich gerade, geht's noch? Da haben wir noch ein Gleis hier raus, was wir da nicht gebraucht haben, weil wir uns entschlossen haben, hier unten lang zu gehen, hier durch diesen Bahnhof durch. Also da muss ich aufpassen, dass ich nicht das falsche Gleis erwische. So, nochmal testen. Das würde eigentlich schon gehen. Wir sind hier schon im richtigen Gleis drin, das sehe ich richtig. Nicht, dass wir irgendwie eine neue Ebene aufgemacht haben. Das ist nicht ganz ohne das so zu bauen, aber das müsste passen. Wir wären dann hier das rechte Gleis und sind hier das linke. Das stimmt also schon mal nicht. Wir müssen noch eins rüber. Aha, dann stimmt die Krümmung nicht mehr. Okay, mal gucken, ob wir sie hinkriegen. Ein bisschen zurückgezogen. Jawohl, passt. Gekauft. Mutig irgendwie, würde ich sagen, diese Art von Strecke. Aber mal gucken, ob es klappt. Jetzt muss er entsprechend lange rechnen. Ja, müsste das. Das müsste irgendwie, sieht es halt wieder aus, als würde es nicht stimmen. Ich kann mir nicht helfen. Aber es wird wohl stimmen. Okay, das geht dann nicht. Moment. Linkes Gleis. Hier rein. Doch, das stimmt. Wir nehmen einfach mal das rechte mit. Wenn wir hier anlegen, mal gucken, ob es funktioniert. So, nach hier vorne. Hier runter. Und hier bitte schön ins Gleis rein. Wir sind da nicht im Gleis drin. Mal gucken, wo das funktioniert. Irgendwie gar nicht. Das wäre dann aber ärgerlich. Jetzt, wo wir uns entschlossen haben, dass wir das Ganze so bauen. Bauen wir mal bis hierhin. Sonst müssen wir es halt doch anders machen. Ich möchte natürlich schon zweigleisig rein düsen. Mal gucken, mal gucken. Bau nicht möglich, okay. Gleich stürzt es ab, weil es zu tollkühn ist, was wir hier machen. Ab wo geht's denn nicht mehr, wenn wir hier lang gehen? Moment, aber bis hierhin geht's, das würde passen. Und das ist auch das richtige Gleis. Machen wir mal. Ich meine, wenn es nicht funktioniert, sehen wir es, dann wird einfach die Linie nicht eingezeichnet. Beziehungsweise die Züge fahren natürlich dann auch nicht. Wenn wir jetzt hier mal so gucken, doch, das müsste doch ungefähr passen. Wahrscheinlich haben wir eine gewisse Bremsleistung. Also, dass der Zug doch ein bisschen bremsen muss. Aber ja, das ist dann halt. So, dieses Gleis noch ranhängen. Wenn ich darf. Und wenn es denn technisch geht. Ja, funktioniert. Wunderbar. Ist mal etwas anderes. Also, so haben wir noch nie gebaut auf dieser Anlage. Dass wir im Prinzip in den Tunnel reingehen. Hier hinten und dann hier vorne, ja, im Prinzip in ein bestehendes Tunnel rein und dann hier raus. Und dann hier vorne wollen wir dann wieder aus dem Tunnel raus. Das wird genau gleich werden. Also hier irgendwie so mit einer Kurve hier runter und irgendwie dann mit der Höhe müssen wir gucken. Gut, liebe Freunde, wir sind durch mit der Folge.
ging wieder rasend schnell, es ist sagenhaft. Okay, haben wir hier einen Zug, da kommt ja einer. Und zwar ein schöner, nee, ist doch kein Güterzug. Wo ist denn jetzt der Güterzug? Ach, hier unten. Hä? Nee. Wir hatten doch hier gerade einen Güterzug. Wo ist der denn jetzt hingekommen? War der auf einer anderen Schiene? Heiliges bisschen. Völliges Durcheinander. Hier unten ist ein Güterzug. Ich wollte eben sagen, guck mal hier. So sieht das dann nachher aus, wenn unser neuer Güterzug mit seinen Kesselwagen hier lang düst. Aber ja, Pech gehabt. Okay, jetzt ist der weg. Jetzt suchen wir uns einen neuen. Warum nicht hier unten im schönen Wien? Irgendwo, wo kein Tunnel ist. Hier hinten. Moment, ich mache mal kurz Pause. Dann können wir in Ruhe nach hier hinten düsen. Denkste. Okay, nochmal ein Lag zum Abschluss. Es muss wieder rechnen. Diesen Bereich hier hatten wir noch nicht begutachtet. Jetzt können wir wieder laufen lassen und da kommen sie, die Züglein. Okay, keine Güterzüge, aber dafür sonst schön. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich moin. Na, kommt noch einer? Nein, ich dachte, da kommt noch einer. Okay, danke fürs Zusehen, bis hoffentlich moin. Tschüss.